Guten Morgen, schön, dass du hier bist, auch im Livestream, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht oder ob das bei euch auch so vorkommt wie bei mir. So alle 3 Jahre entdecke ich die Waage. Kennt ihr das? So irgendwo verstaubt in der Ecke. Und dann entdecke ich die und denke, oh, wow, wow. Soll ich mich draufstellen oder nicht? Mit so einem mulmigen Gefühl gehe ich dann schon da in die Richtung, hoffe auf das Beste, erwarte aber eigentlich, okay, mein Bauch müsste langsam auf die Waage schlagen, den man schon seit einem Jahr sieht. Und wie es so ist, ich habe mein Höchstgewicht erreicht. Oh je. Und ich nehme mir vor, okay, ich werde jetzt meine Ernährung umstellen, ich werde trainieren, ich gehe pumpen. Jetzt Sommer kommt, ich will wieder ein bisschen fitter aussehen. Ich fange direkt an in 2 Wochen am Montag. Weil ich habe ja noch eingekauft und diese ungesunden Sachen, das war ja teuer, muss man ja leer essen. Und 2 Wochen am Montag, da gehe ich essen, da gehe ich trainieren, sorry. Und dann kommt dieser besagte Tag und du hast einen stressigen Tag auf der Arbeit. Jeder nervt dich irgendwie, das Wetter fängt an schlecht zu werden. Du denkst, ja, vielleicht fange ich doch morgen an. Oder nächste Woche. Oder komm, am besten den 1. des Monats und dann kann man es durchziehen. Oder Neujahr. Und man verändert gar nichts. Wer kennt das? Warum ist das so? Warum ist das bei uns so? Ich habe hier ein Glas Wasser. Und stell dir vor, dieses Glas Wasser, also das Wasser da drin, sind deine negativen Gedanken. Und es scheint so, ja, ich kann das gut halten. Ne? Ich kann das so mit mir tragen, aber irgendwann wird es schwer. So nach einer Woche oder so, wenn ich das immer so mit mir trage, wird es schwer. Und genauso ist es mit deinen negativen Gedanken. Du denkst, ja, ich halte sie fest, das geht schon irgendwie. Aber wenn du sie festhältst, im Laufe der Zeit werden sie dich beeinflussen und vor allem, du kannst kein positives Leben führen. Denn die meisten Kämpfe in unserem Leben werden in unseren Gedanken entschieden. Wer kennt das? Wer macht das immer wieder mit? Und ich bin heute wirklich begeistert davon. Also vielleicht denkt ihr, wir sprechen uns alle so ab. Lobpreisteam, ihr sagt genau das, damit das dann hier genau passt. Und Anna, du hast genau den Eindruck, dass jeder denkt, wow, hey, keiner hat sich abgesprochen. Ich glaube, Gott will dir heute wirklich was sagen. Er will dir sagen, du bist ein Königskind, du bist geliebt von ihm und er hat so einen guten Plan mit dir. Aber das alles geht nicht, wenn du nicht anfängst, deine Gedanken erneuern zu lassen. Nicht durch irgendwelche anderen, sondern durch sein Wort. Und das ist die Predigt und ich hoffe, du bist auch so gespannt wie ich. Und vor allem, es wird so lebensverändert sein. Und ich lade dich ein, lasst uns 2. Korinther 10, 3 bis 4 lesen. Da heißt es: Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu zerstören, hat Chris übrigens auch gesagt vorhin. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Was meint Paulus mit Festung? Wir in Deutschland können uns das sehr gut vorstellen. Bei uns gibt es sehr viele so Ruinen oder Burgen. Und vielleicht warst du mal auf so einer Burg, die sind meistens auf dem Berg. Und es ist ziemlich schwer, da irgendwie hochzukommen. Ne? Also die sind sehr schwer zu erobern. Und das meint Paulus mit Festung. Und diese Festung ist in deinen Gedanken. Und Gott hat die Macht, diese Festung niederzureißen. Was können denn solche Festungen sein? Aus dir wird sowieso nichts. Ganz ehrlich, was soll denn aus dir werden? Oder du darfst keinem Menschen vertrauen. Auf keinen Fall, du hast 2-mal vertraut und das nächste Mal wird es wieder schief gehen. Du darfst Gott nicht vertrauen. Oder ich hatte im Lobpreis den Eindruck, Gott ist doch nicht alles möglich. Kennt ihr so einen Gedanken? Gott kann doch nicht alles. Oder Gott meint es vielleicht doch nicht gut mit mir. Schau mein Leben an, mir geht's dreckig. Was kann noch so eine Festung sein? Du wirst eh für immer in dieser Sucht leben. Find dich damit ab und gut ist. Das kann eine Festung sein. Der Feind lügt uns an. Wir glauben einer Lebenslüge, wenn wir diese Gedanken glauben. Und 2. Korinther 10, Vers 5 heißt es, und das machen wir als Christen immer, also du bestimmt, ich auch, voller Glauben. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht.
ich mach's nicht, ganz ehrlich. Nicht immer. Kennt ihr das? Du bist in deinen Gedanken und denkst und malst dir alles aus und denkst, oh, was, wenn das passiert? Und hey, wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Ich will dir sagen, gewinne den Krieg in deinen Gedanken. Hey, Jesus, ich bete, dass du heute Morgen Gedankengebäude aufdeckst und niederreißt. Nicht nur niederreißt, sondern neu aufbaust mit deiner Wahrheit, mit deinem Wort. Hey, ich bete, dass jeder, der hier ist, heute Morgen anfängt, ein anderes Leben zu führen. Ein Leben, das dir gefällt, positiv. Nicht einfach, aber mit dir an unserer Seite. Mit einem Vertrauen und Glauben, dass du alles kannst, Herr. Und du kannst wirklich alles tun. Amen. So, seid ihr bereit? Habt ihr Lust drauf? Heute die Woche bin ich von der Arbeit gekommen. Ich muss noch zwei Sachen erledigen. Und ich hasse Gartenarbeit. Und ich muss so ein Beet machen, halt so eine Abzäunung. Und es hat gar nichts geklappt. Die Erde war so hart. Ich war so demotiviert. Die Hitze so stark. Mein Schweiß läuft mir in die Augen. Ich hatte gar keine Lust mehr. Dann dachte ich, ja komm, dann mache ich die andere Sache. Und dann musste ich so einen Wasserschlauch anschließen. Und das Gewinde war aus Plastik und das andere aus Eisen. Und ich drehe. Kennt das jemand? Und du drehst und es geht einfach nicht dran. Und ich denke mir so, fertig, ich gebe es für heute auf, hock mich in Wohnzimmer, hock mich hin und denke so, egal, Tag ist gelaufen. Und dann wusste ich, ich predige über Gedanken und gewinne den Krieg in deinen Gedanken. Ne? Und dann überlege ich so, okay, Benny, nicht so gut, wenn du jetzt aufgibst. Ich meine, du willst es ja am Sonntag predigen. Dann dachte ich, nee, komm, ich versuch's nochmal, ich gehe raus und mach das Ding. Und dann auf einmal klappt alles. Ich habe alles fertig bekommen. Ich habe irgendwie durch Zufall noch ein Gewinde gefunden, was neu war. Und alles hat geklappt. Ich dachte mir, hey, wie oft ist das in unserem Leben so, dass wir aufgeben und sagen, hey, egal, hat keinen Sinn, hat eh nicht geklappt. Unser Leben bewegt sich immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Unser Leben bewegt sich immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Das sagt nicht nur die Bibel übrigens, das sagt auch die Neurowissenschaft, dass Essstörungen zum Beispiel kommen von Gedankenprozessen oder Beziehungsstörungen. Das sind Gedankenprozesse in deinem Kopf, in deinem Gehirn, die lösen bestimmte Dinge aus und dann hast du ein Problem. Und die Bibel sagt in Sprüche 23, Vers 7, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er auch. Dein Leben ist ein Spiegelbild deiner Gedanken. Dein Leben ist ein Spiegelbild deiner Gedanken. Wenn du denkst, hey, ich schaffe das sowieso nicht und ich bin eh ein Loser, ganz ehrlich, was passiert? Du glaubst dieser Lüge. Du bist wirklich ein Loser. Weil du es glaubst. Nicht, weil es die Wahrheit ist, das ist eine ganz andere Sache, aber du glaubst es. Und so wird es deine Wahrheit, so langsam, Stück für Stück, über die Jahre. Wenn du glaubst, hey, ich kann mich eh nicht ändern, dann wirst du dich auch nicht ändern können. Aber wenn du sagst, hey, mit Gottes Kraft, mit seiner Gnade ist alles möglich. Ich kann mich verändern, er kann mich verändern. Dann fängst du ein ganz anderes Denken an. Und ich habe jetzt so einen Test für dich und für mich persönlich. Und du kannst selber schauen, hey, wo bin ich eher? Bin ich eher negativ oder eher positiv? Und das sind jetzt immer ein paar Worte und so eine Skala von 1 bis 10. Du kannst dich einsortieren. Hey, wo bin ich? Okay? Seid ihr dabei? Habt ihr Lust drauf? Angst und Sorgen, im Gegenzug Frieden. Wenn du morgens aufstehst, was sind deine ersten Gedanken? Oh, heute Tag wird eh stressig. Oh, schon so ein schlechter Tag. Morgenmuffel, wer kennt das? Oh, ich habe keinen Bock heute. Bist du eher so oder was kommt heute auf mich zu? Schaffe ich das auch wirklich? Oh, wie ist das finanziell? Kann ich das wirklich alles bewältigen? Jetzt wegen dieser Krise und alles. Oder ist da, du stehst auf und sagst, hey, Jesus ist mit mir. Ich habe Frieden im Herzen. Er wird sich drum kümmern. Wo bist du? Zwischen 1 und 10. Wo bin ich? Negativ und positiv. Erwartest du das Schlimmste? Die Welt geht sowieso unter und brauchen eh nichts mehr zu machen, jetzt sowieso alles geplant hier, was gerade passiert, die Welt wird untergehen, du gehst vom Schlimmsten aus und denkst immer negativ. Oder du sagst, hey, mein Gott hat alles unter Kontrolle, er ist größer als alles, was gerade passiert, er weiß, was passiert, er ist mächtig, er ist heilig.
Wo bist du? Bist du eher positiv oder negativ? Und das dritte ist, weltlich oder ewig? Ist dein Denken eher geprägt von, wie sehe ich aus? Was habe ich? Was kann ich? Oder, hey, was kann ich in dieser Welt bewegen? Was kann ich für Gott tun? Wie kann Gott mich gebrauchen, dass ich die Ewigkeit nicht alleine verbringe, sondern mit meinem Nachbar? Was kann ich tun, dass die Ewigkeit geprägt ist davon, dass Menschen, die du geliebt hast, auch mit dir da sind? Sind deine Gedanken eher weltlich oder ewig? Du kannst dich prüfen und ganz ehrlich, ich persönlich, wenn ich dieses weltlich-ewig anschaue, ich habe dieses Verlangen, immer das für das Ewige zu leben, aber wie schnell bin ich in meinen Sorgen wieder drin und denke, oh, okay, erstmal Brot verdienen, ne? So in der Art. Oder das beschäftigt mich gerade. Aber hey, ich möchte diese Ewigkeitsperspektive haben. Ich möchte für Gott den Unterschied in der Welt machen. Und hey, die größte Lüge des Feindes ist, du kannst nichts. Und ganz ehrlich, er hat sogar ein Stück Wahrheit ist drin, du kannst nichts. Aber durch Jesus kannst du alles. Wusstest du das? Durch ihn kannst du alles. Gut, so übertrieben ist nicht. Nicht, dass du gar nichts kannst. Wir können alle was, wir haben Gaben und Talente. Aber ich will damit sagen, hey, diesen Blick zu haben, hey, wir können Unterschied machen. Und der Feind will uns sagen, hey, du kannst keinen Unterschied machen. Was bestimmt deine Gedanken? Dein Leben geht immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Bist du dann nicht gespannt drauf, welche Richtung gerade bei dir dran ist? Also ich bin voll aufgeregt und denke, hey, wie denke ich eigentlich? Und dann schaue ich auf mein Leben und denke, eigentlich will ich was ganz anderes, so wie mit dem Sport machen. Ich will was ganz anderes, aber ich tue eigentlich das. Warum ist das so? Wegen meinen Gedanken. Und jetzt will ich euch mit euch zwei Gedanken anschauen, zwei Punkte, wie du dein Leben ins Positive erneuern kannst und wie du deine Gedanken ausrichten kannst, sodass wirklich das rauskommt, was du wirklich willst und nicht das, wie Paulus in Römer 7 sagt, er sagt, eigentlich will ich was ganz anderes, aber ich kann nicht, ich tue das, was ich nicht will und was ich will, tue ich nicht. Und ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl oder hat so sein Bild und denkt, eigentlich will ich das, aber es funktioniert nicht. Und ich will mir dir jetzt zwei Gedanken anschauen, wie du praktisch das jetzt angehen kannst. Punkt Nummer 1, identifiziere deine größte Festung. Was ist deine größte Festung? Vielleicht der Gedanke, ich bin nicht genug oder ich kann niemals mit Geld umgehen oder ich werde nie eine gesunde Beziehung führen können oder ich werde immer mit dieser Sucht leben müssen oder ich kann nichts, ich bin eh nichts und wen juckt das auch schon? Was ist deine größte Festung? Nur eine, ganz einfach, nur eine. Die anderen lassen wir mal weg. Nimm eine Festung und sei dir bewusst, jeder Gedanke, den du hast, löst in deinem Gehirn einen Gedanken, einen chemischen Prozess aus. Wenn du zum Beispiel denkst, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, du freust dich auf deinen Urlaub, auf einmal kommt so ein Gefühl auf, wow, du stellst dir vor, ich bin da am Strand und habe meinen Cocktail und du bist voll positiv. Kennt das jemand? Oder du denkst daran, irgendwann, keine Ahnung, irgendwas zu besitzen, was du so lange dir wünschst und dann denkst du dran, oh, dieser Moment, wenn ich es habe, das löst in deinem Gedanken, in deinem Gehirn einen Prozess aus und das heißt Dopamin. Wenn dir jemand auf Instagram schreibt, hey, du siehst toll aus, dann Dopamin. Du bist glücklich, du freust dich. Oder wenn dir heute jemand ein Kompliment gibt, hey, hast du schöne Schuhe, wow, Dopamin. Du bist glücklich. Und jeder Gedanke, den du denkst, und genauso ist es auch umgekehrt, und umso öfter du einen Gedanken denkst, umso einfacher wirst du ihn wiederdenken. Könnt ihr das so vorstellen wie ein Feldweg? Kennt ihr das, wenn da so ein kleiner Weg ist, mitten durchs Feld, da ist schon jemand gelaufen. Und jetzt läufst du auch da durch und der dritte und dann beim tausendsten ist da ein Weg. So ist deinem Gehirn auch. Und umso öfter du diesen Weg läufst, umso größer wird er und umso mehr Kraft hat er auch in deinen Gedanken. Und ich will dich herausfordern heute, entdecke diese Festung, diesen Gedankenprozess, der dich immer wieder runterzieht und dich zurückhält, das zu tun, was eigentlich Gott mit dir vorhat. Und positive Gedankenwege entstehen wie? Indem du es einmal denkst.
und dann nochmal denkst und dann nochmal denkst. Und das hat nichts damit zu tun, irgendwie positive thinking, ey, ich muss nur positiv denken und so. Hey, ganz ehrlich, wir als Christen, wir haben die größte Hoffnung. Wir haben den größten, das Beste, was wir haben sein Wort, wir haben die Bibel, wir haben die Wahrheit. Aber wir denken so oft so negativ und denken, oh, was kann aus mir schon werden? Hey, eigentlich, ich glaube, wir Christen sollten die sein, die einen Unterschied in dieser Welt machen, die Hoffnung haben. Vielleicht habt ihr es mitbekommen mit Philipp Mickenberger. Alter, dieser Junge war eine Inspiration. Habt ihr seine Videos gesehen? Er wusste, er wird sterben. Er hatte Krebs im Brustbereich. Er wusste, er wird sterben. Ich habe mir ein Video von ihm angeschaut. Ich dachte mir, Alter, Benny, was machst du mit deinem Leben? Er nimmt Bibelstellen und hat so eine Hoffnung, so eine Frieden, so eine Liebe. Ich denke mir, wow, Philipp, du bist so ein Vorbild. Ist leider von uns gegangen, aber hey, er hat so oder so gewonnen. Er hat Jesus in seinem Herzen. Er ist jetzt mit ihm. Und ich frage mich, hey, wie hat er das gemacht? Und er erzählt das in seinem Zeugnis. Er hatte schon mal Krebs. Und das erste Mal hat er sich sehr runterziehen lassen. Hat es besiegt, aber war immer so, nee, dann hat er die zweite Diagnose bekommen. Er war am Boden zerstört. Und dann kam Jesus in sein Leben und hat sein Denken erneuert. Und wenn ihr ihn nicht kennt, schaut euch YouTube-Videos an. Er ist eine Inspiration, dieser Mensch. Inspiration, wirklich. Schaut euch das an. Und ich frage mich, wie hat er das gemacht? Jesus hat sein Denken erneuert. Und du kannst heute, Römer 12, Vers 2 heißt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wenn du nächstes Mal von der Arbeit kommst und gestresst bist und den Gedanken hast, kommst rein, deine Kinder haben irgendwie Unordnung gemacht, du bist übelst gestresst und du willst schon ausrasten und deine Frau hat noch kein Essen gemacht und du denkst, ich habe Hunger, hol tief Luft, erneuere dein Denken, zähl bis 10, bis 20, bis 100, manche bis 200 und sag dir, okay, morgen wird's besser. Nimm den Gedanken gefangen und lass erneuern. Umarm deine Frau, umarm deine Kinder, sag, hey, ich habe heute einen stressigen Tag, ich wollte dir gerade eine reinhauen, aber das mache ich jetzt nicht, nein, Spaß. Aber erneuere dein Denken. Nimm dir die Zeit, sag, Herr, erneuere mein Denken. Und ich weiß nicht, das ist so, ich habe, seitdem ich die Predigt vorbereitet habe, ich denke immer darüber nach, über was ich denke. Ne? Es wird euch jetzt auch so gehen, das ist gut. Und ich will wirklich, dass ihr anfangt, denkt darüber nach, worüber ihr nachdenkt. Nummer 1, identifiziere die größte Festung in deinem Leben. Und jetzt Schritt Nummer 2. Und das ist genau das, was Anna heute in ihrem Zeugnis gesagt hat. Sie hat angefangen, die Wahrheit zu sprechen. Sie hat gesagt, hey, das stimmt gar nicht. Hey, hier ist es so schön. Lass die Wahrheit die Lüge zerstören. Punkt Nummer 2. Welche Wahrheit zerstört deine Lüge? Und wir haben das Wort Gottes, die Wahrheit. Wir haben Jesus, die Wahrheit in Person. Hey, lass von Jesus dein Denken verändern. Nimm diese Wahrheit, schreib es dir auf, denke darüber nach, bekenne es, bis du es glaubst. Ganz einfach. Schreib es dir auf, denk drüber nach, proklamiere es, bekenne es, bis du es glaubst. Und das ist nicht so, keine Ahnung, wie soll ich das erklären? Weil manche sagen dann, ja, Christsein, Positive Thinking, das ist falsch und so. Hey, das hat damit gar nichts zu tun. Das Wort Gottes sagt, Josua, denke Tag und Nacht über mein Gesetz nach und dann wirst du leben. Das ist Leben. Hey, und genau das machen wir. Wir schauen uns das Wort Gottes an. Wir reden die Wahrheit über uns aus, bekennen es, bis wir es glauben. Und ich sage dir, das wird nicht einfach sein. Es wird gar nicht einfach sein. Aber denke mal darüber nach, worüber du nachdenkst. Und ich habe jetzt ein paar Beispiele, die dir helfen werden. Kannst du mal weitermachen? Wenn du Gottes Willen erkennen willst in deinem Leben, aber du irgendwie so immer irgendwie vorbei daran gehst und denkst, wie komme ich dahin? Wie kann ich Gottes Willen leben? Schreib es dir auf, mein Leben gehört Gott. Jeden Tag suche ich ihn und er lenkt meine Schritte. Ich kenne seine Stimme und er leitet mich in seinem perfekten Willen. Schreib es auf,
Denk drüber nach, proklamiere es, bis du es selber glaubst. Bis ein Weg in deinen Gedanken entsteht, der positiv ist, der neu ist. Davor vielleicht, ja, aus mir wird eh nichts, ich kann nichts. Hey, neuer Weg, alte Wege, irgendwann wachsen sie wieder zu und du willst neue Wege, die Gott ehren, die seinen Willen tun. Nächstes, bitte. Du hast wenig Selbstwert, schreib es dir auf. Es kann so ungefähr so heißen. Finde deinen eigenen Satz, finde deine eigene Bibelstelle. Schreib es auf. Mein Wert ist in Jesus allein. Weil sein Geist in mir wohnt, kann ich alles tun, was er sagt, dass ich tun soll. Amen. Das ist die Wahrheit über dein Leben. Das ist die Wahrheit über dein Leben. Schreib es auf. Denk drüber nach. Proklamier es. Das nächste. Wenn du Lustgedanken hast. Ich bin kein Sklave von Lustgedanken. Ich will ihn ehren mit meinen Augen und meinen Gedanken. Mein Gott ist treu. Wenn ich versucht bin, hilft er mir raus. Das ist die Wahrheit über dein Leben. Du musst nicht in Süchten leben. Du musst nicht gefangen sein in dem, was du eigentlich nicht willst, aber trotzdem immer wieder tust. Das ist die Wahrheit über dein Leben. Schreib es auf. Denk drüber nach. Proklamiere es, bis du es selber glaubst. Und dann erneuere, lass dein Denken erneuern durch Jesus. Hey, Jesus hat die Macht, alles zu tun. Er kann alles tun. Übrigens auch eine Lüge, dass wir oft glauben, er kann es nicht. Er kann es. Er hat alle Macht. Kämpfe mit Sorgen. Wegen Christus habe ich von nichts Angst. Ich werfe meine Sorgen auf Gott, denn er sorgt für mich. Ich habe den Frieden Gottes, weil er in meinem Herz wohnt und weil er meine Gedanken bestimmt. Das nächste Mal, wenn du anfängst, das Schlimmste zu erwarten, ich weiß nicht, wie es dir geht, viele sind so, wenn zum Beispiel die Tochter oder der Sohn kommt zu spät, 10 Minuten, und du malst dir alles aus. Kennt das jemand? Vielleicht hat ein Bus überfahren, er wurde vielleicht mitgenommen oder keine Ahnung. Hey, das ist die Wahrheit. Wegen Christus habe ich von nichts Angst. Ich werfe meine Sorgen auf Gott, denn er sorgt für mich. Ich habe den Frieden Gottes, weil er in meinem Herz wohnt und weil er meine Gedanken bestimmt. Lass deine Gedanken von ihm bestimmen, von seinem Wort. Von seinem Wort. Punkt Nummer 1, identifiziere die größte Festung. Punkt Nummer 2, finde die Wahrheit, die diese zerstört. Und egal was du hast, egal was du machst, egal wohin du fährst, egal was du besitzt, egal wohin dein Leben dich führt, du kannst niemals ein positives Denken haben, positives Leben haben, wenn du negativ denkst. Und deswegen will ich heute dich auffordern, oder es ist mein tiefster Herzenswunsch, dass wir unser Denken erneuern und dass wir einen Unterschied in dieser Welt machen. Dass unsere Gedanken bestimmt sind von seiner Wahrheit, nicht von den Lügen des Feindes. Und ich bete, dass Gott wirklich die Gedankengebäude jetzt aufzeigt und durch Wahrheit ersetzt. Das bete ich wirklich von ganzem Herzen für dein Leben, für mein Leben. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Und vielleicht glaubst du sogar Lügen über Gott. Vielleicht hast du so eine Lüge in deinem Leben und sagst, hey, er meint es gar nicht gut mit mir. Vielleicht bist du sogar Christ und glaubst es und sagst, ja, vielleicht leide ich, weil ich so schlecht bin oder weil meine Vergangenheit so schlimm war. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, soll ich euch die Wahrheit sagen über Gott? Er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gesandt hat. Er liebt dich so sehr, dass er alles geben würde, dass du endlich anfängst, ihm zu vertrauen. Das ist die Wahrheit. Gott liebt dich so sehr, dass er alles gegeben hat. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Glaub dieser Lüge nicht mehr, dass er dich nicht liebt. Dass er es böse mit dir meint. Dass er schlechte Dinge schickt. Dass er ein Richter ist, der immer draufhaut, wenn du es falsch machst. Das ist er nicht. Die Wahrheit ist, er vergibt dir. Er sagt, hey, erneuere dein Denken. Ich will dein Denken erneuern. Erneuere es, dass du ein besseres Leben hast. Ein Leben mit mir in meiner Gemeinschaft. Und ich bete wirklich, dass das alles heute niedergerissen wird. Ich lese nochmal die Stelle. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu zerstören. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Und ich lade euch ein, schließt eure Augen. Ich möchte jetzt für euch beten, ich möchte für mich beten. Ich möchte, dass wirklich das passiert in unserem Alltag. Dass es nicht leere Worte sind und ja, wie jede Predigt. Und dann anfangs ist bei mir so, anfangs verändert es mich, aber diesmal lass dein Denken erneuern.
Und bei der nächsten Predigt, nimm es auf, schreib es auf, denke darüber nach. Bekenne es, bis deine Wahrheit wird. Herr Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Du siehst jede Festung, die der Feind aufgerichtet hat. Und es scheint unüberzwingbar, hochgetürmt. Herr, ich bete, komm jetzt mit deinem Heiligen Geist und reiß sie nieder. Reiß diese Lügen nieder. Diese Lebenslügen, die uns zurückhalten. Füll sie mit deiner Wahrheit. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Dein Wert ist in Jesus. Mit ihm ist dir alles möglich. Er hat einen Plan für dein Leben. Er kümmert sich mehr als du selbst um dein Leben. Glaub mir, er sorgt sich, er kümmert sich, er schaut, wie er dir helfen kann. Er ist so gut, er ist so gut. Er ist so treu. Vielleicht kennst du Jesus nicht. Ich möchte dich einladen. Lass alle Lügen liegen über ihn. Lies sein Wort. Schau, was er wirklich über dich sagt. Und er liebt dich von ganzem Herzen. Erneuere unser Denken, Jesus. Erneuere heute Morgen unser Denken. Amen. Hey, vielen Dank, Benny, für die coole Predigt. Wenn du, ja. Vielleicht hattest du vorhin die Zeit nicht, diese Texte mitzuschreiben, dann ermutige ich dich, da steht eine Kamera und ich habe euch heute wieder vergessen, den Livestream. Es tut mir voll leid. Also herzlich willkommen im Livestream und auch bald schon wieder, ciao. Aber seid herzlich eingeladen, diesen Livestream nochmal anzuschauen und dir diese Texte anzuhören, aufzuschreiben, darüber nachzudenken, es jeden Tag über dein Leben zu proklamieren. Ich glaube, dass dieses jeden Tag richtig was ausmacht. Und wenn du noch Fragen hast, sei herzlich eingeladen, auf jeden, den du heute auf einer Bühne gesehen hast, zuzukommen. Wir wissen mindestens den richtigen Ansprechpartner für dich. Und wenn du dich vielleicht, weil du schon länger in dieser Gemeinde bist, gefragt hast, wo sind eigentlich Herr und Herr Pastor, also Herr Pastor und der andere Herr Pastor, dann darf ich dir gerne Grüße ausrichten aus Saarbrücken, wo Joachim heute dient in der Gemeinde. Und der Herr Pastor Sascha, der ist da, aber auch irgendwie nicht. Der macht oben Kinderdienst. Also wenn du den suchst, dann geh nach oben und beruhig den ein bisschen. Der hatte jetzt, glaube ich, eine harte Zeit. Glaube ich. Also als wir bei denen waren, war es nicht so hart, glaube ich. Oder? Wo sind die Kinderdienstleiter, die mich hatten? Egal. Hey, genau, lass uns gleich noch eine coole Zeit haben, in der wir unseren grenzenlosen Gott anbeten, wo wir ihn erheben. Und genau, ich spreche noch kurz einen Segen über dich aus. Hey, ich segne dich für die Woche. Weißt du, Sonntag ist der erste Tag der Woche, nicht der letzte Tag. Starte richtig gut jetzt in diese Woche. Du hast einen guten Punkt gemacht, um Gottesdienst zu sein. Also segne ich dich jetzt noch mit einer richtig gesegneten Woche, mit richtig vielen Begegnungen mit unserem grenzenlosen Gott. Hey, ich segne dich mit tiefen Zeiten, die du mit Gott haben wirst. Allein dadurch, dass du diese Dinge, die du heute gelernt hast, täglich über dein Leben proklamierst. Hab eine gute Woche. Du bist der Gott, der mein Herz wirklich kennt. Vom Tiefpunkt meines Lebens bis zum Neuanfang. Vergeben, völlig frei und so geliebt durch dich. Du bist der Grund, warum ich Freude spüre. Durch dich bin ich erlöst, ich lass mich fallen bei dir. Vergeben, völlig frei und so geliebt durch dich. All meine Sorgen in die verloren, nur deine Freiheit bleibt. Wenn ich begreife, wie gut du bist, Herr, kann ich nicht anders dazu singen. Grenzenlos ist die Freude, weil die Mauern durch dich fallen. Ich seh das Kreuz und spür die Freiheit. Du belebst dich und ich erheb nur dich.
nur ich erheb, nur dich allein. Ein neuer Tag, ich schaue nicht zurück. Vor mir liegt deine Zukunft fest in deiner Hand. Für immer und für ewig nah bei dir. Du bist treu. All meine Sorgen, Jesus. All meine Sorgen in dich verloren. Nur deine Freiheit bleibt. Wenn ich begreife, wie gut du bist, Herr, kann ich nicht anders als zu sehen. Grenzenlos ist die Freude, weil die Mauern durch dich fallen. Ich seh das Kreuz und spür die Freiheit. Du belebst mich. Nur ich erheb nur dich, oh allein. Und ich erheb nur dich. Grenzenlos. Grenzenlos ist die Freude, weil die Mauern durch dich fallen. Ich seh das Kreuz und spür die Freiheit. Du belebst mich, nur ich erheb nur dich. Und ich erheb nur dich. Nicht erheb.